Aber all jokes aside, ich finde persönlich wirklich Elementor ist eine der coolsten Klassen zum Spielen. Einfach weil er so vielfältig ist, was man in Flyfair wirklich nicht oft sagen kann. Die allermeisten Klassen benutzen, wenn überhaupt, nur einen Skill oder gar keinen. Je nachdem. Gibt es Movement Speed Magiebeschleunigung Pads? Nein, nur als Grace-Effekt. Weißt du, was Grace ist oder die Spezialfähigkeit von jedem Pad? Der Jackalope gibt Speed, also Laufspeed. Und der Fuchs gibt Cast Time und Attack. Aber es ist zu teuer. Viel zu teuer auf Dauer. Also du gönnst dir ein Pet-Feedback, aber der kostet, also der kostet zwar kein Penya, aber dafür tausende F-Coin im Monat. Kann man sich leisten, wenn man will, aber es kostet schon ziemlich viel Geld. Und meine alte, und das ist meine alte, die ist halt gigantic. Schau, das war meine alte Tastatur. Also die war mir halt einfach zu groß. Ich meine, die ist riesig. Zieht euch rein, wie fett die ist, Alter. Das ist halt geistesgestört. Und die alte ist halt, also erstens ist es halt ein 10-Key-Less-Keyboard. Und zweitens ist sie auch so schmaler. Na gut, das ist schwierig zu vergleichen. Aber auf jeden Fall, ja. Die neue ist 80%. Und was mich halt hier immer gestört hat, waren diese Tasten, weil ich die einfach nicht benutzt habe. Und halt natürlich das hier. Und das hat die neue beides nicht. Aber das Problem ist, der Abstand hier ist quasi, also der fehlt mir jetzt beim Hit-and-Run-Spielen. Hier konnte, schaut, hier habe ich mir immer meine Finger geparkt beim Hit-and-Run-Spielen. Hier lag meine Hand, so lag meine Hand quasi beim Hit-and-Run-Spielen. Zwischen den Zeilentasten und den F-Tasten. Dass du immer quasi nur nach oben oder nach unten gehen musstest. Und die neue, da ist der Abstand kleiner. Und deswegen ist das Problem, dass ich jetzt da meine Hand nicht mehr reinlegen kann oder meine Finger nicht mehr reinlegen kann. Und das ist ultra weird. Du spielst wieder mehr Flyfe? Na, das sind doch mal gute Nachrichten. Glückwunsch zu dieser unglaublich klugen Entscheidung. Einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Lohnt sich nach Level 150 weiter zu leveln? Ja, nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ne. League-Server sind down. Ey! Und plötzlich hat Flyfe 100 Spieler mehr. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! League of Legends, the GOAT, sorgt dafür, dass Flyfe plötzlich 50% mehr Spieler hat. Let's go! League of Legends immer geliebt, sage ich jeden Stream. Kappa. Solchen. Oh? Oh yeah, baby. Oh. Klingonisch ist aber so. Uff. Klingt komisch, ist aber so. Klingonisch ist aber so. Boah. Das ist der deutscheste Joke, den man, glaube ich, bringen kann. Way, ich habe heute mit diesem Niederländer telefoniert, gell? Auf Englisch. Das war natürlich extrem cringe. Vor allem, weil er sich auf Niederländisch gemeldet hat, obwohl er eigentlich hätte sehen müssen, dass ich aus Deutschland anrufe. Und ich habe legit kein Wort verstanden. Also ich meine, es hat sich voll, es hat sich angehört, als hätte er einfach nur, also hätte er Deutsch geredet und übelst genuschelt. Aber actually, keine Ahnung, was er gesagt hat. Und ja, jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Also grundsätzlich hat er die Ware, aber normalerweise liefern die das persönlich aus. Und liefern das quasi
selbst. Und dann habe ich aber gesagt, wo ich wohne. Und dann haben sie gesagt, na, das ist zu weit weg. Und jetzt wollte dann gucken, was es kosten würde, von den Niederlanden quasi nach München zu schicken. Und es geht ja doch auch um ein sperriges Gut sozusagen. Und dann wollte er sich bei mir melden. Ich habe ihm jetzt auf WhatsApp nochmal geschrieben, nach unserem Telefonat. Er meinte, er soll nochmal alles auf WhatsApp schreiben, was wir besprochen haben, weil er quasi gerade nicht am PC war. Und dann habe ich ihm nochmal alles geschrieben. Und dann meinte er, schaut mal, was es so kosten würde und dass ich ja den gesamten Versand dann blechen müsste natürlich. Habe ich gesagt, ja, wäre kein Stress. Und so, ja, klingt wie ein Drogendeal, ganz ehrlich, das habe ich mir auch so gedacht, so ein random Typ. Und dann auf WhatsApp schreiben. Und ich habe so geschrieben, the delivery request of the goods. Na, of the goods habe ich nicht geschrieben, aber hätte ich schreiben können, hätte es sich noch mehr nach Drogen angehört. Hoffentlich beschlagnahmt die Polizei nicht mein Handy. Das ist ein Beweisstück. Naja, auf jeden Fall. Crazy Story. Aber ich habe irgendwie schon so ein bisschen die Befürchtung, dass es quasi nicht mehr der normalen Post verschicken geht und er dann sagt, boah, Alter, keinen Bock, eine Spedition zu beauftragen. No! Oh mein Gott. Ein getroffen, der 8 Chars spielt und der meinte, rote Quests lohnen sich nicht zu machen. Also ich sag mal, rein XP-technisch lohnt es sich wahrscheinlich wirklich nicht. Allerdings geht es ja eigentlich auch weniger um die XP, als vielmehr um die Inventarplätze. Ich meine, Quests geben ja mehr Belohnungen als nur XP. Meistens Penya, Protects und eben die Inventarplätze. Nur wegen der XP würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen. Also wenn es wirklich, wenn die Quests wirklich nur XP geben würden und sonst gar nichts, dann würde ich es mir probably auch nicht reinziehen, weil es einfach, ja, schon, also manche Quests sind schon ziemlich ätzend. Die Kanzmine zum Beispiel. Aber es geht ja eben um die Inventarplätze, die du halt auf keine andere Weise bekommen kannst. Sie zwingen dich ja mehr oder weniger, diese Quests zu machen. Mehr oder weniger wird man ja dazu gezwungen. Wenn man seinen Charakter richtig spielen möchte, mit vollständigen Inventory, mit dem großen Inventory. Ich meinte mal, das HNRP sein, ob es, glaube ich, Level 20 Sinn macht, weil man dann genug Maschinenbeschleunigung hat, um Mobs perma zu sein als Face-Tank, oder warum? Naja, mehrere Gründe. Einerseits hast du ab 120 halt Bloody Wand und Bloody Set, wodurch du einfach mit jeder Klasse grundsätzlich viel besser im Face-Tank-AOE wirst, weil du eine extrem große PvE-Reduction hast. Du hast eine fette HP, also dein Set ist einfach insane. Das 120er Bloody Set ist einfach insane für Face Tank. Gibt dir alle nötigen Werte, Blockrate, HP-Rate, PvE-Damage-Verringerung. Also einfach übelst die insanen Death-Werte. Und das ist eigentlich der Hauptgrund. Plus halt Bloody-Waffe, die dich zusätzlich meistens noch heilt. Also gut, nicht jede AOE-Face-Tank-Klasse kann die Bloody-Waffe benutzen, weil manche machen halt keinen Sinn. Also bei Knight zum Beispiel macht es keinen Sinn, weil der hätte halt nur Lebensraub und würde sonst gar nichts von der Waffe bekommen, weil die geben ja Crit-Damage und so, was das AOE halt natürlich nicht brauchst. Also bei manchen Klassen funktioniert es nicht mit der Bloody-Waffe, aber bei vielen Klassen, also vor allem Mages, funktioniert es halt mit der Bloody-Waffe sehr gut, plus Bloody-Set. Und du bist halt an dem Punkt einfach so tanky, dass du theoretisch selbst ohne RM vielleicht AOEen könntest, wobei das natürlich nicht so klug ist, aber grundsätzlich bist du ab 120 eigentlich saustark im AOEen, was du vorher halt echt nicht bist, weil die Sets davor sind eigentlich übelst Trash. Weil sie geben dir immer nur
relativ wenige Werte. Das Bloody Set gibt ja auch Damage. Es gibt Damage und Verteidigung. Einfach ultimativ. Und deswegen. Und halt der andere Grund ist halt, weil ich persönlich von HN Erbsei nicht so überzeugt bin. Also mein HN Erbsei hatte halt zugegebenermaßen eventuell das falsche Set, kann man vielleicht argumentieren. Aber ich hatte halt 120er Set mit 15% Psychic Square Bloody Wand und 28% ATK bei Kings oder bei Ghosts. Und hatte das Gefühl, dass ich die Monster nicht schnell genug down bekomme, trotz 28 ATK und richtiger Skillerweckung und halt komplett Bloody Equipment, hatte ich das Gefühl, dass ich zu wenig Damage mache, um vernünftig HNR spielen zu können. Also es hat schon funktioniert, aber nicht so gut. Viel schlechter als bei Elementor mit schlechterem Equipment. Und das hat mich so abgeturnt, dass ich direkt keine Lust mehr auf Psy hatte. Und das heißt, ab dem Zeitpunkt kannst du schon sagen, okay, wenn du jetzt ein perfektes Crit-Damage-Pad hast, oh, Level Up, dann hättest du ja mehr Value von dem Crit-Damage-Pad. Weil bei dem Crit-Rate-Pad würde Value verloren gehen und bei dem Crit-Damage-Pad eben nicht. Und dann würdest du halt gucken, dass du mit Sockeln und gegebenenfalls Power-Ups halt möglichst nah Flyff-Spieler mit Frau überführt. Ich glaube, die Hälfte der Anwesenden ist gefühlt verheiratet. Aber Shots fired, Bro.